Hallo und herzlich willkommen in diesem Wildcats-Video. Mein Name ist Peter Mägel. Und ich bin Patrick Haas. Wir beide sind hier an einem Flussabschnitt unterwegs, der uns völlig unbekannt ist. Genau nach unserem Motto, Abenteuerangeln abseits ausgetretener Pfade. Mitten in wilder Natur. Wir können bisher sagen, der Welsbestand ist gigantisch hier. Und was wir die letzten Tage hier erlebt haben, das werdet ihr jetzt sehen in den nächsten Minuten in diesem Film. Wir wünschen euch viel Spaß. Also Vollgas fahren, trotzdem, da geht gar nichts mehr. Das ist ja Wahnsinn. Guckt euch mal das an. Boah. Hinter jedem Felsen ist ein Waller. Geiles Revier, hey. Da legen wir jetzt U-Posen raus. Und wenn die krumm gehen, haben wir einen Mordsfisch. Ist geil, oder? Hä? Du bist halt auf dem Schlauchboot, ist man da safer. Läuft. Und fertig ist unsere Montage. Fisch ist erstmal ein bisschen Land gewinnen, also mit dem Motor so eine Abschlepptaktik machen, ein paar Meter aufs Wasser raus und dann kann man den Fisch problemlos grillen. Ja, da ist er. Ja. Ist ein Waller, gell? Hä? Kleinfisch, aber mein Fisch. Manchmal ist halt ein Kleinfisch, aber halt Scheißfisch. Ja, und? Ja. Sieht top aus, kurz nach der Laichzeit. Handschuhe, Patrick, den hüpfen eben. Nur
nur noch mit Handschuhen. Aus dem Alter sind wir draußen. Das ist ja nicht cool, keine Handschuhe anziehen, oder? Was bringt das? Oh, da ist schön die Farbe, der Fisch. So dunkel sind die hier. Ja. Und dann erstmal alles safen. Unser System, ganz einfaches Doppelhakensystem, Einzelhaken, Drilling, wie man es kennt. Das immer safen auf dem Schlauchboot. Also ich habe echt schon mal mir hier in der Hektik beim Landen von einem Fisch den raushängenden Drilling, war es damals, glaube ich, über die Bordwand geschliffen und da war ein schönes Loch drin. So, und hier haben wir jetzt das Teil. Oh ja. Oh, der ist aber nicht schlecht, Patrick. Der fühlt sich schon gut an jetzt. Er zieht auch wieder gleich mal das Boot auf die Seite. Er hat es auch noch gar nicht richtig kapiert, weil ich noch nicht senkrecht über ihm bin. Jetzt legt er los. Oh, jetzt legt er los. Aufbiegen und brechen, kann man echt sagen. Boah, jetzt hat er es gerafft, Patrick. Jetzt ist er aufgewacht. Jetzt ist er aufgewacht. Da fliege ich schon im Boot rum. Also, mir geht auch echt langsam die Kraft aus. Ihr seht ja, die Dinger, die hauen rein wie die Sau. Und wenn man das halt so jeder mindestens 5-mal am Tag machen muss, tut hier alles weh. Also hier könnt ihr euch tot drillen. Ihr könnt euch echt tot drillen, wenn ihr geil angelt. Jetzt zieht er gegen die Strömung. Wieder ein Mordsfisch. Das glaube ich nicht. Ist zu schnell. Haut gut rein, aber das ist nicht so einer wie deiner. Na, meiner hat auch so rumgemacht. Deine war nicht so schnell. Ah, Mordsfisch. Und so wird Tackle auch getestet. Direkt am Wasser. Ohne Rücksicht auf Verluste. Also, bringt ja nichts. Es fängt zwar im Ingenieurbüro an und mit guten Ideen, kein Thema. Marketing ist heutzutage auch viel großes Gelaber. Aber in letzter Instanz zählt das. Ich würde sagen, die Rute ist krumm. Ich würde echt sagen, die Rute ist krumm. Boah! Wie drillst du? Ach, so habe ich noch nie gedrillt. Hä? Jetzt können wir die auf. Also ich bin fertig, der Waller noch nicht. Zum Glück haben wir hier ein Schlauchboot, da lege ich jetzt mal kurz die Rute ab. Ich positioniere mich neu. Ich bin echt fix und fertig. Kein Witz. Geht ja auch nichts. Was will ich denn hier machen? Ich ziehe hier. Jetzt kommt ein bisschen. Ey, wieder unten ist er. Weiß. Boah! Ja, anyway. Ey, Bombe wieder. Wieder so ein Bollen. Wieder ein Bollen, Patrick. Hammer.
Patrick versucht, das fährt gleich fort. Nein, das ist es nicht. Achso, habe ich noch nicht viel Waller verloren. Nee, Drilling sitzt Bombe. Der Einzelhaken sitzt halt nicht. Das habe ich schon gesehen, dass du den verkehrt packst. Nee, nee. Das habe ich letztens bei dem anderen auch gehört. Ja, aber das war was anderes. Was macht er jetzt? Bei deinem habe ich auch nicht verkehrt. Ich weiß, manchmal mit einem Finger. Nee, super. Ach du, der Hake. Ab, Peter. Hast du gesehen, Ewe? Ja, ich habe gesehen. So. Jawohl. Boah. Da kommt er. Passt da rein, Patrick? Ach, wird eng. Es wird schon wieder eng. Jetzt binde ich mal einen Ausleger an. So ein bisschen Maurerschnur. Und ganz wichtig bei dem Anbinden ist, den Winkel zu berechnen, entweder wie die Rute im Rutenständer steht. Bei der Distanz, die wir jetzt fischen müssen, ist es natürlich nicht möglich, das komplett zu überspannen. Deshalb legen wir die Schnur irgendwo auf unserer Uferseite in den Bäumen oder in den Büschen auf und die zieht genauso den Winkel des Köders in der Präsentation, wie wenn wir das jetzt direkt machen würden. Von dem her gehe ich jetzt in dem Fall relativ weit außen hin, binde hier den Ausleger schnell rein. Zieh dann den Winkel bis zu meinem ersten Auflegepunkt, ungefähr da hinten der Busch. Das seht ihr dann gleich beim Zurückfahren. Und jetzt ganz wichtig ist halt noch zu berechnen, wo der Köder liegen muss, in welcher Wassertiefe. Das macht ihr dann mit der Länge des Auslegers und der Strömung. Wir wollen jetzt nicht in der kompletten Strömung sein, aber auch nicht in diesem Kehrwasser, in dem toten Zeugs da. So eine ganz leichte Vorzugsströmung ist jetzt ideal bei so einer Anbindemontage. Das gucken wir uns jetzt mal an. Also geschätzt würde ich jetzt mal sagen, ist das 1,50 Meter. Hier haben auf dem Echolot gerade 2,70 Meter. Jetzt müsste ich noch ein bisschen vor. Da starte ich jetzt mal kurz den Motor. Das fahre ich jetzt ein bisschen vor noch und gucke dann mit dem Echolot, wo ich ablegen will. Immer unter Bedacht des Winkels. Hier ist jetzt 2,70. Ja, sind schon fast da. Kleines Tick müssen wir noch vor. Hier auf dem Echolot sieht man es jetzt. Jetzt hat das Holz, das Schwemmholz, das was direkt noch unter uns war, aufgehört. Und jetzt ist hier alles frei bei einer Wassertiefe von 2,90 Meter. Jetzt gucke ich noch mal nach dem Winkel. Hier ist mein Geber. Ich lenke jetzt hier die Schnur, den Ausleger ab. Das ist jetzt ja auch nicht wirklich was Neues, was ich hier heute zeige. Gibt es ja 1 Million Mal in YouTube in der Zwischenzeit. Deshalb im Schnelldurchgang Schlaufe rein. In Ordnung ist das halbe Leben. Irgendwo müsste die Reißleine hier rumliegen. Die binde ich jetzt auch noch mal rein mit vielleicht 50 cm. Motor machen wir noch mal kurz aus. So, und dann am Ende des Auslegers, wo ich die Schlaufe reingemacht habe, kommt jetzt die Reißleine, das ist eine 50er, einfach eingeschlauft in das Ganze. Und somit ist das, wenn man das so sagen kann, Auslegersystem komplett fertig. Auslegerschnur, die Länge festlegt, die Reißleine, die als Sollbruchstelle dient und das war's schon. Das hänge ich dann nachher in die ganz normale
Schwimmermontage, Anbindemontage, Bojenmontage, wie man das so nennen soll, ein. Und dann fahren wir zurück direkt an unseren ersten Auflegepunkt. Jetzt haben wir beködert unsere Route. Auslegen haben wir fertig. Und jetzt hänge ich das Ganze ein. In dem Fall stelle ich auch die Wassertiefe nicht ein, weil wir haben hier 2,80 Meter, wie ihr vorhin gehört habt. Und wir haben jetzt von der Höhe, wie der Wirbel angesetzt ist, bis zu unserem Blei ungefähr einen Meter. Das ist mehr als ausreichend. Eine Anbindehöhe haben wir hier auch nicht von unserem Ausleger. Von dem her einfach die Sache jetzt einhängen. Der Druck des Wirbels kommt automatisch auf die Pose. Die kann nicht weiter runterrutschen. Deshalb passt es jetzt in dem Fall. Wir können hier auf den halben Schlag verzichten. Jetzt setze ich das ins Wasser. Und dann kommt der wichtige Punkt, den ich gerade angesprochen habe, den Winkel des ersten Auflegepunktes richtig zu ziehen. So. Sieht jetzt schon ziemlich gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Und jetzt ist ganz wichtig, was ich euch gerade am Holz erklärt habe, wo ich den Ausleger angebunden habe, dass wir den Winkel richtig ziehen, der uns das festlegt, in welcher Position unser Köder präsentiert wird. Sehe ich gerade hier zurück, dass wir ein bisschen weiter hinten am Ufer erst auflegen. Also ich würde sagen, auf den ersten Blick, ihr seht es da im Hintergrund, das hohe Holz, da legen wir jetzt als erstes ganz oben drüber. Und dann haben wir von unserem Ausleger bis zu dem Holz den Winkel. Das legt fest, wie die Route dann, auf welcher Höhe der Köder präsentiert wird. Jo. Hier kommt jetzt unser Auflegepunkt. Ich nehme jetzt den obersten Ast da. Und wichtig ist, Holz, da kann sich die Schnur immer verhaken. Deshalb hier ein bisschen aufpassen, wo man auflegt, dass man die Schnur nachher auch wieder rauskriegt. Die kann sich ein bisschen reinschneiden, wenn ein Fisch anbeißt. Das müsst ihr halt im Voraus berechnen. Jetzt gehen wir hier noch kurz drauf. Der hat aber nur den Sinn, dass ich die Distanz jetzt verkürze, um weniger die Schnur überspannen zu müssen. Deshalb lege ich hier auf, hat jetzt mit der Präsentation aber grundsätzlich gar nichts mehr zu tun. Einfach ein bisschen die Schnur aufräumen. Und jetzt fahren wir zu unserem Angelplatz zurück, zu unserem Boot, wo die Rutenständer sind. Auf dem Weg suchen wir uns noch mal ein, zwei geschickte Auflegepunkte und das war's dann. Hier mit der Multirolle, das auch jetzt schon etliche Male gesagt, selbst von mir, eine super Sache zum Auslegen. Ihr seht, ich mache das auch so eine Distanz mit einer Hand. Was ich jetzt zu der ganzen Sache noch sagen kann, über eine weite Distanz abzuspannen, ist es immer von Vorteil, die Rutenspitze zum Himmel zu zeigen. Einfach die Länge der Rute, die Höhe mitnehmen. Das macht euch viel leichter. Weil, wenn ihr jetzt die da ein bisschen runterhaltet oder so, diese lange Distanz, da kann es passieren, dass dann mal
die Schnur ins Wasser fällt oder kurz absackt, bevor ihr Spannung am Rutenständer drauf macht. Und da habt ihr das Problem, dass die Schnur, wenn sie mit Wasser in Kontakt kommt, sehr schwer wird und erstmal schwierig aus dem Wasser kommt. Da kann es dann im dümmsten Fall sein, ihr müsst nochmal zurückfahren und die Schnur aus dem Wasser heben und vom Wasser zu befreien. Hier kommt jetzt unser letzter Auflegepunkt. Da ich auf die Seite ja noch mehrere Ruten fischen will und das jetzt die weiteste abwärts ist, ist ganz wichtig, die am höchsten hier auf den Auflegepunkt, wo noch mehrere Schnüre durchgehen, aufzulegen. Und das andere, die kürzeren Ruten, dann je nach Länge tiefer in dem Auflegepunkt staffeln. So, da steht unser Boot, haben wir noch so 20 Meter vor uns. Ja, man sieht es an der Rolle, es ist dann auch wirklich genug. Aber klar, ich bin jetzt auch nicht der Superfan, immer die Ruten so weit zu ziehen, was die Schnurfassung hergeht. Aber man muss auch ganz klar, ganz ehrlich sagen, die weitesten Ruten fangen am besten. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass unsere Lautstärke, auch wenn wir uns echt grundsätzlich am Angelplatz sehr leise verhalten, Schwingungen vom Laufen auf dem Ufer oder irgendwas ins Wasser übertragen wird und das die Fische merken. Oder ganz einfache Theorie wäre natürlich auch, dass aufwärts und abwärts die weiteste Route die Route ist, die wo als erstes in der Zuglinie der Fische liegt und deshalb halt am meisten dort gefangen wird. Das ist nicht so ganz leicht hier jetzt an dem Platz, weil wir müssen aufpassen mit dem Motor, dass wir hier die Schraube nicht kaputt machen. Es ist jetzt hier unter mir vielleicht 25 cm tief. Deshalb ist das jetzt hier so ein bisschen Geeier. Ins Wasser steigen konnte ich auch nicht. Ich habe nämlich noch die Socken an. So, drin ist das Ganze. Ein bisschen Spannung aufholen. Bremse einstellen, schon fest, aber so, dass in der letzten Instanz ein bisschen was geht, dass sie noch kommt, die Bremse, und dann war es das. Gefällt mir. Da heißt es wieder, es ist gute Fischpartie. Ich muss nur die Karabiner aushängen. Fehlbiss ausgeschnitten. Ja. Geil. Pepi, Patrick, gell? Ja, fett läuft.
an dem Luftboot. Und da ist er. Wahnsinnsfisch. Wo ist er? Das Vorfang ist so lang, ich krieg ihn nicht raus. So. Ui. Achtung, Achtung, Haken. Exemplar. Danke, hey. Boah.
das ist schon wieder ein Megafisch, ey. Ja. Ich freue mich natürlich immer, wenn ein Plan aufgeht. Fangen wir nochmal von hier.